Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, Sarah Nuru, beim Club der Köchinnen. Ich freue mich, dass du da bist, weil wir heute auch ein ganz besonderes Thema haben. Nämlich, du bist seit 9 Jahren Botschafterin bei Menschen für Menschen, also der Stiftung von Karl-Heinz Böhm. Mhm. Und wir wollen über die Stiftung reden und vor allem aber, was du dort tust seit Jahren. Wie bist du dazu gekommen? Also die Zusammenarbeit ist, ja Gott, jetzt wurde schon gesagt, das 9 Jahre her, ist tatsächlich schon vor einigen Jahren passiert. Nachdem ich ja bei Germany's Next Topmodel gewonnen habe, ist die Stiftung auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich mich nicht einsetzen möchte. Und dann war ich total erfreut und stolz, dass die mich überhaupt kennen. Und gerade auch, weil die Stiftung mir schon immer so ein Begriff war. Also seit ich klein bin, sind meine Eltern große Anhänger der Stiftung gewesen. Natürlich dank Karl-Heinz Böhm, der die Stiftung gegründet hat und öffentlich sich so eingesetzt hat, war uns das allen und gerade mir ein Begriff. Und so ist die Zusammenarbeit entstanden. Böhm kam auf dich zu, oder genau, die Stiftung? Die Stiftung, die kam sich auf gefreut mich. Haben wahrscheinlich, dass bei diesem Wettbewerb eine Äthiopierin, zwar in Deutschland geboren, aber eine Äthiopierin gewonnen hat. Das war eine gute Idee. Ja, sehr schön. Also vor allem, was die wenigsten wissen, die haben mich schon, die wussten gar nicht, dass ich gewinne. Also die haben mich angefragt, da war ich noch unter den letzten 10. Also es war noch gar nicht klar, ob ich letztendlich diejenige bin, die dann auch das Rennen macht. Und das war natürlich dann ganz toll, als ich dann schon zugesagt habe, unabhängig von meinem Sieg und dann echt auch noch gewonnen habe. Und das war dann Doppelfreude für die Stiftung, weil natürlich dann noch viel mehr Aufmerksamkeit generieren wurde nach meinem Sieg. Und dann sind wir auch relativ zeitig dann nach Äthiopien gereist und da war ich das erste Mal im Landesinneren und habe dann wirklich die Liebe zu dem Land und zu meinem Ursprung wiedergefunden. Die kannte ich vorher gar nicht so. Also klar war ich 1-2 Mal schon dort, aber es ist noch was ganz anderes, wenn man Zugriff wirklich ins tiefste Land hat und dann auch sieht, vor allem wie die Menschen da leben. Wie die leben. Und ich war hin und weg von der Arbeit der Stiftung. Ja. Und ja, diese hält jetzt schon seit 9 Jahren an, diese Zusammenarbeit. Und ich freue mich total. Ja, und freue mich heute, eine äthiopische Kaffeezeremonie vorzubereiten und vorzustellen. Machen wir das gleich. Muss der lange kochen? Die Zubereitung dauert gar nicht so lange. Dafür nimmt man eigentlich rohe grüne Kaffeebohnen. Die habe ich mitgebracht. Die rösten wir. Normalerweise hat nicht jeder zu Hause einen Bunsenbrenner stehen. Aber dadurch, dass meine Mutter die traditionelle Kaffeezeremonie wirklich einmal die Woche praktiziert, hat sie sich das besorgt, weil sie gesagt hat, gerade mit dem klassischen äthiopischen Jebena. Wie heißt das? Jebena, das ist ein Tonkrug, ja, was von Frauen handgemacht, also handgefertigt wird und so dann der Mokka-Kaffee entsteht. Und dadurch, dass das so rund ist und gerade in Äthiopien gibt es ja keinen so einen Herd wie bei uns, sondern die kochen mit einem offenen Feuer und das ist hier auf dem Herd nicht so, nicht so richtig. Und dann hat meine Mutter sich überlegt, wie macht sie das? Und kam auf die glorreiche Idee, einen Bunsenbrenner zu benutzen und den mache ich jetzt an, um die Kaffeebohnen zu rösten. Ich schlage vor, dass wir den im nächsten Take erst anmachen, so, okay, weil ich glaube, du hast jetzt gar kein Feuer. Doch, das muss, ja, ja, würde ich, aber das kann ich gleich machen. Und ich wollte, dass du noch mal kurz sagst, was die Böhm-Stiftung macht. Ich weiß es ja auch einigermaßen, weil ich schon viermal da war. Aber also es gibt verschiedene Projektgebiete. Und kannst vielleicht mal erzählen, musst nicht sagen, wo die sind. Das kann man sich sowieso nicht merken. Ja, also die Stiftung hat sich hat den Ansatz des ländlich integrierten Ansatz. Das heißt, das Ziel ist, die gehen nicht einfach nach Äthiopien und sagen, so, wir sagen euch, wie das zu laufen hat und geben euch Geld, sondern die setzen sich tatsächlich mit den Menschen in den unterschiedlichen Regionen zusammen auf Augenhöhe und fragen den
die Bewohner, was brauchen die? Und es gibt die fünf Säulen, worauf eigentlich die ganze Arbeit aufgebaut ist. Das ist einmal Gesundheitswesen, dann Wasserversorgung, Bildung, ganz klar, dann Einkommen, darunter versteht man Frauenprojekte, also Frauenförderung, Aufklärungsarbeit. Weil die ja sonst eigentlich kaum Möglichkeiten haben, selbst was zu verdienen. Absolut. Ja. Also, und der letzte Punkt ist noch Infrastruktur. Aber und auf diese fünf Säulen ist das alles gebaut, weil man auch merkt, wenn man nur Wasserstellen baut, dann ist denen ja auch nicht geholfen, sondern das erleichtert ihnen ihren Alltag. Wenn man einen Brunnen in der Nähe von ihrem Zuhause oder von möglichst nahem Einzugsgebiet, wo viele Menschen Zugang haben, bauen, erleichtert das den Alltag, indem sie weniger Zeit dafür brauchen. Und wenn sie weniger Zeit zum Wasser holen, verschwenden, haben sie Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel dann auch in die Schule gehen zu können. Und dadurch ist es wichtig, dass man den Kindern, aber nicht nur den Kindern, auch Erwachsenen, die eben nicht die Möglichkeit hatten, in die Schule zu gehen, eine Bildung zu gewährleisten, indem man eben Schulen baut, um auch einen Zugang zu ermöglichen. Und bevor es diese Wasserprojekte gab, gab es nur ganz wenig Möglichkeiten, Wasser zu holen. Das habe ich noch miterlebt im Süden von Äthiopien. Da wurde zum Beispiel gut gemeint ein großes Becken gebaut, Wasserreservoir. Das haben aber die dortigen Wasserverkäufer sofort zerstört, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Und die Leute haben dann ihr Vieh zum Beispiel in den gleichen Seen oder Tümpeln getränkt, wo die Menschen auch gebadet haben. Und dadurch gab es viel Krankheiten. Eben, genau. Und die Mädchen haben dann bei den noch vorhandenen Brunnen oder schon vorhandenen Brunnen, sind die oft 2 Tage unterwegs gewesen. Ganz weit mit diesen ganzen schweren Kübeln, die zum Teil damals noch aus Ton waren. Jetzt sind sie ja aus Plastik, das ist wenigstens etwas besser zu tragen. Also das war schon mal der ganz, ganz richtige Anfang. Eben, also ich habe das auch auf meiner Reise erst richtig, als ich das erste Mal dort war und auch die vielen Male danach erst verstanden, was das heißt, diesen integrierten Ansatz, dass man alle einzelnen Säulen miteinander verzahnt, weil, wie du schon gesagt hast, durch das dreckige Trinkwasser, was oft verseucht ist durch die Tiere, entstehen Krankheiten und durch die Krankheiten Das sind oftmals, was ich so erschütternd fand, ist, das sind oftmals so Krankheiten, die wir bei uns zu Hause kurz bei der Apotheke gehen, wir holen uns was gegen Erkältung oder Ähnliches. Und die Menschen, da gibt es nicht mal Medikamente. Genau. Und wir müssen eine Pause machen und sind aber gleich wieder da. Und dann erzählst du uns vor allem speziell was über die Frauenprojekte da. Sehr gerne. Bis gleich. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Sarah, ehe du uns erzählst, bei welchen Projekten du mitgemacht hast und noch mitarbeitest, wollen wir erstmal den Kaffee in Gang bringen? Ja, sehr gerne. Und das Popcorn? Ja, so, es wird gleich sehr gut duften. Ah, fein. Ja, das ist die Zeremonie, die es macht, wie gesagt, meine Mama einmal die Woche. Und das ist, wird traditionell immer von den Frauen gemacht. Mhm. Und das ist auch für die Frauen die einzige Möglichkeit, im Alltag ein bisschen rauszukommen, weil das die Zeit ist, wo sie mit ihren Nachbarn, mit Freunden, auch mit ihrem Partner einfach über den Alltag sprechen können. Und sie sitzen dabei meistens auf dem Boden. Richtig, ja. Also das, und währenddessen, also die sitzen nicht auf dem Boden, sondern haben dann auch eine ganz schöne, die machen sich auch richtig zurecht, weil das ja so ein Akt ist. Und man merkt, es duftet jetzt. Und gleichzeitig ziehen sie sich dann ganz schön an, haben ein tolles Gewand. Und das ist jetzt ein bisschen die moderne Version. Du hast erst einen Schwerpunkt gehabt, Bildung.
hast dich auch mit drum gekümmert, dass Schulen gebaut wurden. Genau. Aber jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie bist du zu den Frauenprojekten gekommen? Ja, also nachdem wir das Bildungsprogramm ABC 2015 erfolgreich abgeschlossen haben, vor 2 Jahren, konzentriere ich mich jetzt seit 2016 um die Frauenprojekte. Und das beinhaltet eigentlich auch wiederum 4 Schwerpunkte. Das ist einmal Aufklärung zur Frühverheiratung, dann auch Gesundheitsversorgung. Das heißt, Frühverheiratung heißt, dass Mädchen schon in ganz jungen Jahren verheiratet worden sind? Ja, also das ist ja leider so, dass dadurch, dass das Land ja so arm ist, haben die intern mit ihren Nachbarn oder Freunden schon im Vorfeld abgesprochen, wer zu wem geht, um halt einfach die Zukunft der Tochter zu sichern. Und je früher die Tochter ist, umso begehrter oder reiner ist man. Und da versucht Menschen für Menschen ganz klar mit Aufklärung, aber nicht nur bei den Frauen, sondern gemeinsam auch mit ihren Männern und mit der Gemeinde zu sprechen, dass das nicht in Ordnung ist. Weil je früher sie von zu Hause entkommen oder beziehungsweise dann verheiratet werden, umso weniger Zeit haben sie, in die Schule zu gehen, weil sie dann natürlich die Aufgaben der Frauen übernehmen müssen. Mhm. Und das ist ein Part, aber gleichzeitig bildet Menschen für Menschen Frauen aus im Bereich von Mikrokrediten, was ganz spannend ist. Und ich war letztes Jahr in Äthiopien und habe ich 3 Frauen, also eine Familie, porträtiert, interviewt, mit der Großmutter gesprochen, mit der Tochter, also mit der Mutter und mit der Großmutter. Enkelin. Das war ganz schön, weil genau in dem Gespräch hat man gesehen, über die Generation hinweg, ja, wie sich der Einfluss der Stiftung tatsächlich ausgewirkt hat. Weil die Großmutter sagt, sie hatte nie die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Und ihre Tochter, die jetzt über 40 ist, hat jetzt die Möglichkeit, in die Schule zu gehen mit ihrer Tochter, also mit ihrer Enkelin. Und im Gespräch mit der Jüngsten, die jetzt 16 ist, war so schön zu sehen, dass sie Träume hat, dass sie weiß, dass sie heute viel mehr Möglichkeiten hat, dass sie auch aufgeklärt ist, was Frühverheiratung betrifft, Familienplanung, dass es mit Verhütung sie eben nicht gezwungen werden, 5 bis 6 Kinder auf die Welt zu bringen, weil sie eben nicht aufgeklärt sind. Ja, und vor allem haben sie sehr oft sehr früh gekriegt, die Kinder. Und das war ja für die fast kleine Mädchen schon ausgesprochen gesundheitsgefährdend. Absolut. Und in die Schule konnten sie nicht gehen. Jetzt denke ich wieder an die Großmutter. Nicht nur, weil die Frauen und Mädchen die ganze Arbeit hatten, zum Beispiel auch Wasser holen mussten, mit langen, langen Wegen. Und jetzt gibt es Brunnen, dann hat man in der Nähe, jetzt hat man Zeit. Sondern auch, weil es so wenig Schulen gab überhaupt. Genau, das ist auch noch der Punkt. Also das ist enorm. Also gerade in diesen letzten Jahren, wo ich mich gezielt für die Bildung eingesetzt habe, ist ein Riesenunterschied, habe ich gesehen, dass die Analphabetisierungsrate war so hoch. Und das hat sich total, Gott sei Dank, durch eben die vielen Schulen, die gebaut worden sind in unterschiedlichen Regionen. Also Menschen für Menschen ist ja nicht nur in einem Ort, sondern im ganzen Land verstreut. Und die haben auch das Verständnis von Bildung, hat sich verändert. Also früher haben auch die Eltern, also die Väter, die Notwendigkeit nicht gesehen. Und heute ist es auch in ihrem Interesse, dass die Kinder Zugang zur Schule haben. Und das geht aber nur, wenn eben die anderen Bedingungen wie Wasserversorgung funktioniert, dass sprich Brunnen da sind, aber auch und wiederum durch sauberes Wasser Krankheiten minimiert werden und aber auch Aufklärung in der Landwirtschaft, damit auch die Ernte, also mehr Ertrag heißt weniger Hunger und wenn sie noch mehr abgeben können, können sie das auf dem Markt verkaufen und somit ihr Einkommen steigern. Und gerade jetzt, wo ich mich für die Frauen einsetze, merke ich auch, wie abhängig die Frauen leider von ihren Männern sind, weil eben
sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, sich um den Haushalt zu kümmern, ob Holz holen. Das ist ja auch nochmal eine ganz große Sache. Dieses also Menschen für Menschen hat dieses... Das sind unglaubliche Bilder, die ich da auch selber machen konnte, von Frauen, die riesen Bündel von Holz tragen, sodass sie unter der Last wirklich schier zusammenbrechen. Ja, und es ist und eben auch die Distanz ist ja nochmal auch so eine Sache, dass sie das... An der einen Hand haben sie die Wasserkrüge, im Rücken das Holz und rechts ihre Kinder in der Hand. Es gibt diese holzsparende Öfen und das ist total genial. Zum einen bilden die Frauen aus, diese Öfen herzustellen. Mhm. Und das ist ganz toll, weil durch diese Öfen verbrauchen die viel weniger Holz. Und weniger Holz heißt weniger einsammeln müssen. Und weniger einsammeln spart Zeit. Und ja, nicht nur, sondern ich habe jetzt ein Waldaufbauprojekt angeschaut. Es ist eben, weil man das Holz braucht zum Kochen und Bäume, ganze Wälder richtig abgeholzt worden. Ja. Und dann wächst nichts nach. Und dann gab es jetzt Projekte, wo man erstens neu bepflanzt hat. Mhm. Und zweitens macht übrigens, sponsert eine Münchner Firma, Dahlmeier. Mhm. Das muss ich jetzt einfach hier auch mal in München sagen. Auch als Ansporn für andere. Mhm. Und das holzsparende Modell heißt natürlich auch, dass man nicht so viel abholzen muss und dass man auch vielleicht etwas gezielter und schonender abholzt. Ja. Nicht gleich alles niederwalzt. Genau, und gerade auch mit dieser durch das Abfällen, das ist unglaublich, dass man da was für Folgen das hat. Also wenn es regnet und dann einfach kein Nährboden da ist, schwemmt das teilweise alles weg und dann durch die Bodenerosion haben die Bauern leiden ganz oft darunter, dass eben ihr ganzes Hab und Gut, ihr Hektar weggeschwemmt wird, weil eben keine Bäume mehr da sind. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, Wiederaufforstung. Und jetzt müssen wir wieder eine Pause machen. Okay, also Popcorn wird gleich poppen. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Also ich habe jetzt die grünen Kaffeebohnen so weit geröstet, dass sie schön braun sind und dann hier gemahlen. Normalerweise in Äthiopien macht man das tatsächlich mit so einem Mörser wie hier per Hand, aber ich habe es jetzt elektronisch gemacht. Aufgekocht und jetzt kann man es eigentlich endlich servieren. So, das ist Popcorn und Getreide, Gewürze, Getreide. Erdnüsse und Weizen. Weizen, genau. Mhm. In so einem äthiopischen Gewürz. Und mal in die Mitte, dass jeder dran kommt. Und ein Gewürz. Mhm, gut. So. Danke dir. Bitte schön. Tut man jetzt Zucker rein oder nicht? Also man kann Zucker mit Zucker trinken, wobei der Kaffee sehr mild ist und ich den eigentlich immer ohne trinke. In Äthiopien nimmt man manchmal, machen manche auch Butter und Salz rein. Mhm. Das ist unglaublich, ne? Gibt's, ist Geschmackssache. Einmal so. Und da ist es auch eine richtige Zeremonie. Ja, jetzt auch. Dreimal am Tag alles wird schön das. Schön langsam und geruhsam. Genau, einmal so für dich. Dankeschön. So, und wenn man es richtig traditionell will, habe ich auch noch was mitgenommen, dann macht man noch Weihrauch. Ui, das ist ja gut. Um so ein bisschen, das Ganze traditionell, um auch... Dass die Zeremonie zu segnen und sich was zu wünschen. Und ja, das mache ich jetzt. Der Weihrauch, das ist Harz, ne? Genau. Ja. Warum hast du es ausgepustet? Damit es nicht verbrennt. Es soll nur so ein bisschen, jetzt riecht man schon den Duft. Oh ja,
Oh ja. Und ja, und dann genießt man den Kaffee und trinkt ihn traditionell dreimal am Tag und jeweils eigentlich auch mit drei Aufgüssen. Also ist der erste Aufguss zum Willkommen und dann der zweite Aufguss ist eigentlich dann zum Reden und zu unterhalten. Und das jeden Tag? Das jeden Tag. Dann hat man da ja schon viel zu tun als Frau. Dreimal am Tag Kaffeezeremonie. Das ist tatsächlich so. Das erwartet der Mann, aber auch die Frauen, die lieben das, weil das ist die Zeit, wo sie quasi ein bisschen ausruhen können. Ja. Das ist die einzige Freizeit, die sie tatsächlich haben, weil sonst müssen sie eben sich um das Kochen, um den Haushalt, um das Holz, um das Wasser und natürlich um die Kinder kümmern. Da haben wir es echt noch leicht. Ne? Was ist die Rolle der Männer bei der Arbeit? Die Männer, die hier machen, die sind dafür zuständig, dass die Frauen ordentlich arbeiten. In dieser Runde ist es leicht gesagt, so die Männer. Ich hab mehrere Fotos gemacht. Ja? Ja, von der am Feld gebückt arbeitenden Frau und dem Mann mit dem Hirtenstab daneben. Ja, also es ist leider tatsächlich so, dass deswegen, also dass die Last, ich wollte sagen, damit Arbeit ist deine Arbeit so wichtig, dass die Rollenverteilung mal ein bisschen anders wird. Ja, also und die Arbeit von der Stiftung. Eben, ich bin sehr froh, dass ich mich jetzt mit dem Thema Frauen widme, weil ich auch merke, ich bin älter geworden. Ich setze mich viel mehr mit dem Thema auch auseinander. Und die Ungerechtigkeit ist noch zu groß, und dass man sich nicht damit auseinandersetzt. Und gerade mit Kaffee, finde ich, kann man da auch eine gute Brücke schaffen. Gerade weil ich mit meiner Schwester zusammen uns was aufgebaut haben und versuchen, mit Mikrokrediten für die Frauen so quasi Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Die Frauen kriegen Kleinkredite, nicht die Männer, sondern die Frauen, damit sie sich damit was aufbauen können. Was könnte das sein? Also Nähen zum Beispiel. Genau, also es gibt, was ganz interessant war, bei meiner letzten Reise habe ich gesehen, dass diese drei Frauen, die ich besucht habe, da hat die Mutter sich ein eigenes Einkommen aufgebaut, indem sie ein Mikrokredit, bei diesem Mikrokreditprogramm hat sie teilgenommen, hat eine Starthilfe bekommen und konnte sich dadurch einen Töpferkurs finanzieren. Mhm. Und dann hat sie zu Hause mir ganz stolz diese Kaffeekrüge, womit ich den Kaffee gemacht habe, hat sie ganz toll per Hand gefertigt und diese auf dem Markt verkauft. Und durch die Schulung von Menschen für Menschen kann sie viel bessere Qualität, also viel schönere Töpfe und so Krüge herstellen und somit auch ein bisschen mehr Geld generieren. Und dieses Geld, was sie sich selber erarbeitet, das ist unglaublich, was für ein Stellenwert sich plötzlich in der Familie auftut, indem die Frau einfach auch mal sagt, das ist mein verdientes Geld. Vorher hatten die ja gar keinen Zugang, weil es geht ja nur um die totale Abhängigkeit, nur die Landwirtschaft und das, was durch den Ertrag, was sie auf dem Markt verkaufen können. Aber wenn diese ausbleibt durch Regenausfall oder Dürre, dann haben die keine zusätzliche Einnahmequelle. Und durch die Mikrokredite zeigen wir den Frauen, wie sie sich unabhängig davon von den Wetterbedingungen, von... Was gibt es denn noch für Einnahmemöglichkeiten bei den Frauen? Viele machen zum Beispiel Nähkurse, wo sie dann lernen, wie man richtig webt, um sich dann auf dem Markt auch dann Schals zu verkaufen. Andere machen zum Beispiel kleine Cafés auf, wo sie tatsächlich, weil eben das so eine Bedeutung hat und jeder Kaffee trinkt und das dreimal am Tag, dass man sich so kleine Kaffeehäuser aufbaut und wie so ein Café, wo die dann kommen und Kaffee trinken, so wie wir das jetzt machen. Jetzt wird es Zeit, dass wir den Kaffee probieren, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich hoffe, es schmeckt. Sarah, schön, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Ich finde es sehr, sehr gut, dass für die Stiftung Menschen für Menschen auch sozusagen Werbung gemacht wird, weil die natürlich von Spenden lebt und aber sehr, sehr viel Gutes tut. Ja, absolut. Also ich freue mich auch. Und ich schön, dass du dabei gerne bist. Wieder. Ja, guten Durst.
Der Club der Köchinnen wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner.